Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Cabin of Dreams und somit herzlich willkommen bei mir im neuen Lausi Livestream. Cabin of Dreams, es ist noch immer das echt süße Jump'n'Run, 3D Jump'n'Run im Retro Nintendo 64 Style, also meiner Meinung nach echt eine richtig coole Idee. Und wie immer starten wir direkt wieder in, ich glaube, das soll die Cabin of Dreams sein. Da direkt immer, also unser Hub wird. Und was ich gerade sehe, was mich sehr freut natürlich, es ist ein neues Ei schlüpfbereit. Das braucht schon 100 Pilze. Wie gehabt, wir müssen ja unsere Dinosaurier-Geschwister füttern. Das geht sich haarscharf aus. Und dafür kriegen wir dann immer Herzen. Und die Herzen ermöglichen uns, dass wir neue Bereiche öffnen. Pipergirl, servus, grüß dich. Und was das jetzt bedeutet, wissen wir glaube ich auch. Mit 4 Herzen können wir in der Gallery of Nightmares schon, glaube ich, in die letzte Welt oder in den letzten Abschnitt. Nein, ich habe ja gerade angefangen. Also kein Stress, Pipergirl, alles im grünen Bereich. Ich spiele seit einer Minute. Also erst jetzt ist dann eigentlich der falsche Ausdruck für die Benachrichtigung. Weil ich spiele wirklich erst seit jetzt. Also keine Ahnung, wie lange sie sich verzögert hat, die Benachrichtigung. Ich habe kurz vor halber, glaube ich, habe ich es aktiviert im Stream. Also um, glaube ich, 29 oder so. Rodezo, servus, grüß dich. Gut, wir haben da jetzt den Eingang zur Gallery of Nightmares, glaube ich, oder was auch immer das genau war. Das Gruselschloss. Haben jetzt 4 Herzen, wie wir da unten sehen. Also da in der Mitte vom Screen eigentlich rechts. Und es sind wirklich fast alle Pilze weg, die wir schon gesammelt haben. Ja, also alles im Grünen. Wie gesagt, ich habe gerade angefangen, als ob es nichts verpasst. Ich habe nur beim Schneiden von den zwei ersten Streams was entdeckt. Cool. Welches? Teil 1. Ich habe beim Schneiden vom Stream, vom ersten und beim zweiten, ein paar Sachen entdeckt. Und zwar, wo ist denn das gewesen? Warte mal, wo kommt man auf? Da, ich habe da bin ich nämlich vorher gerade hingegangen, weil ich mir anschauen wollte, ob ich das verpasst habe. Und zwar, da war die Wand brüchig. Und ich habe das aber noch nicht geholt gehabt. Weil mir ist ja gesagt worden, ich habe in der ersten Welt alle Eier gefunden. Das habe ich aber noch nicht gehabt. Das heißt, die Bereiche vor die einzelnen Level zählen dann nicht zu den Leveln selbst. Das ist mir aufgefallen beim Schneiden. Aha! Congratulations, you found every one of your siblings in this world. Aber zu welcher Welt zählt das jetzt? Das ist ein bisschen. Das verwirrt mich ein bisschen. Dass ich nie so recht weiß, wo gehört was hin. Achso, ja, da ist der Ausgang zu dem Hexenschloss. Zählt es zu dem Hexenschloss jetzt dazu? Fallout 2 und ich Teil 3. Okay. Ist jetzt auch beinhart mit den Fallout-Teilen, ha? Ich hoffe, wie immer dann passt. Ich habe nichts verstellt. Sollte eigentlich passen. Und jetzt begeben wir uns direkt zu. Wie heißt das nochmal schnell? Irgendwas mit Armada. Das Luftschiff jedenfalls, weil da haben wir ja noch etliche Eier, die wir im letzten Stream nicht geholt haben. Jetzt weiß ich halt nicht, ob der Bereich, wo wir jetzt gerade waren, auch zählt hat, als eigene Welt. Dann haben wir auf jeden Fall dort nicht alle Eier. Alle bis auf 76. Ah ja, der Mr. Carrington begrüßt uns wieder. Upsi. Und ich mache schon mal meinen ersten Absturz. Lauter hektisch. Ich weiß gerade nicht einmal, wo der Eingang war bei Mr. Carrington. Boah, der Luftstrom da ist so stark. Da war der Eingang in Mr. Carrington, oder? Achso, das ist ein anderer Eingang. Wo war der normale Eingang bei ihm?
Ja, da vorne, genau, auf seiner Schnauze oben. Das war's. Dann können die da theoretisch wieder aussehen bei der Ketten. Gut, da oben war das mit dem Kontrollraum, das haben wir erledigt. Da haben wir den Bereich gefunden, wo sein Herz geschlagen hat. Da haben wir die komischen Tränke, da haben wir die Verbrennungen von Mr. Carrington geheilt. Da, glaube ich, haben wir auch alles gehabt. Da waren nämlich Karten oben. So. Da ist definitiv noch was, okay. Da haben wir ein paar Viecher in die Reagenzgläser drinnen. Und da sind wieder die komischen Symbole. Dumpling. Fire Element Monster that can be quickly prepared as a tasty meal on the field. Feuer Element Monster. Das ist, sind das so quasi Pokémon. Sehr gut, danke fürs Feedback. Feuer. Was haben wir da? Fish. Water Element Monster. That can walk through any terrain. Okay. Und da sind neben wieder die Apparaturen mit den Stromversorgungen, was wir auch beim Herz gehabt haben. Giant Earth Element. Also der Giant ist ein Earth Element Monster with limitless growth potential. Make bigger tank. Oh, der ist ausgekommen. Keine Ahnung, warum es dann noch immer blubbert drinnen und der ausgekommen ist. Und was haben wir da? Reaper Wind Element Monster. Can turn completely invisible. Useful for surveying enemy bases. Okay. Also sie haben Elemente. Und wir haben da die Stromversorgung. Das ist kein zu... Ah, warte mal. Jetzt da, schau. Da hinten ist ein Dings, ein Tofel. Ein Plattel, Wasser, Feuer und Luft. Also Erde soll das heißen, ist Plattel. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Erde... War er? Dann aktiviere ich da mal den Strom. Erde. Wasser. Achso, Trottel. Wasser. Dann der Dumpling war, glaube ich, Feuer. Und Luft. Ja! Was? Wieso lässt das Ärmel aus? Thank you so much for saving us, little dragon. I'm gonna do Weavex in the cargo bay. Okay. Oder habe ich jetzt einfach alle ausgelassen? Your three little friends. Good job, good job. Okay. Jetzt habe ich die little friends ausgelassen. Okay, und der Dumpling ist, hat mich angeregt direkt. Okay. Jetzt weiß ich noch nicht, was mir das bringt. Da oben? Warte mal, da oben ist... ein rotes Fenster und da ist ein Ketten. Kann ich durch die Ketten irgendwie nach oben kommen? War nicht in irgendeinem Tank drinnen ein Ei? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich habe in Erinnerung gehabt, dass irgendwo in einem Tank ein Ei drinnen gewesen ist. Und war das anscheinend nicht da. Komm. Okay, das schafft er nicht. Ah, warte mal. Komm. Jawohl! Ich weiß zwar nicht, was mir die Ketten da jetzt bringt, aber ich schaue mal auf. Da sind wieder neue Pilze. Das ist ja zumindest immer gut. Das heißt erstens, dass ich da noch nicht war und zweitens, ich habe wieder Pilze zum Füttern, falls ich noch einen Drachen befreien kann. Aber da, da ist mir doch eine neue Bilde. Da. Da ist auch ein Reagenzglasl. Mit einem Ei drinnen. Also kein Reagenzglasl. Es sind so Tanks. Aber es hat. Würde ihm einen noch ein zweites Labor geben. Wo noch einmal so Tanks waren. Warte mal, jetzt muss ich gleich schauen. Dass ich gleich wieder zur Ketten fliegen kann. Ja. Dass ich da auch mal schauen kann, was dort los ist. Was da abgeht. Da sind ja Schwammerl immerhin. Ah, okay!
Da war ja wieder eine Verbrennung von Mr. Carrington und jetzt sehe ich, dass da drüben noch einmal ein Tank ist. Und da fliegt irgendwie... Ah! Das ist das Windmonster, oder? Das, was da jetzt befreit worden ist, was ich befreit habe. Warte mal, da müssen wir die Bounce... Schwammerl, ja, easy cheesy. Jawohl. Da zu dem Tank rüberbringen. Ich hab da beim Schneiden dann oft, dadurch, dass ich mich da wirklich rein aufs Bild konzentrieren kann und nicht auf das, dass ich viel dazu plapper, oft schon so viel gesehen, was man noch potenziell tun kann. Wieder ein, cool. Ist jetzt so schnell gegangen. Ja! Passt. Also, Luftschiff ist abgeschlossen. Muss ich nur mehr rauskommen aus der Bude. So, dann haben wir da drüben die Ketten zum Aussiegrallen. Wenn wir schon alles haben im Luftschiff. Wenn ich zu schnell bin, also ich kann während dem Rollen und springen gar nicht die Ketten passen. Ach, geh. Die Strömung ist so stark, der Luftstrom, das ist ein Wahnsinn. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt ist nur die Frage, das, was da draußen noch ist, wo man die Stiefel wieder kriegen kann, also da unten, das da, zählt dann sozusagen auch als eigene Welt. Was noch ein Rätsel zum Lösen gibt, habe ich das richtig verstanden? Ich habe das mit der Flagge da hinten zum Beispiel noch gar nicht gelöst. Egal. Jetzt haben wir eh noch die Eiswelt. Ja, da ist ja auch noch so viel gewesen. Und allgemein fehlen uns ja sowieso noch ein paar Karten. Ein paar viel Karten eigentlich sogar. So, gibt mir noch irgendein Eierntipp, wo weiteres Ei sein könnte? Warte mal, von da aus sieht man die Höhle relativ gut. Na, wo ist die Eiswelt? In der Eiswelt. Und da die Karten da oben, wie man die holen kann, ist ja auch wieder ein Rätsel. Das probiere ich jetzt vorher zu lösen. Die Strömung ist ja noch immer aktiv. Vielleicht muss ich wirklich irgendwie... Na. Die Kristalle da oben nutzen, eventuell. Ah! Ich weiß jetzt zwar nicht warum, aber das hat mich jetzt zumindest einmal da aufkatapultiert. Ist jetzt die Frage, ob ich auf die Kristalle, die da herumfliegen, landen kann. Aber die sind verdammt schnell unterwegs, die Burschen. Na, okay, da bin ich jetzt abgerutscht. Vielleicht auf die Kristalle um mich? Was da aus die Wand kommen? Aber was bringt's mir? Die Stufen da drüben kommt man zu hoch vor. Das ist nicht einfach. Ich möchte die Karten haben, weil sie irgendwie so... so nah und auch so fern ist. Sorry, das geht sich nicht aus. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wie sich der Entwickler vorstellt. Oder dass ich gar nicht die Zwischenlandung mache. Es geht! Es geht, es geht, es geht! Wow! Wow, es ist auch richtig schwer. Komm! Yes! Na bitte! Gut, und jetzt noch einmal daher und in die Eiswelt. Na bitte. Es geht doch. Man muss noch hartnäckig sein. Ah, sie freut sich wieder, die Lady Opal. Die Karten habe ich auch überhaupt keinen Dauer. Wobei wir jetzt wissen, dass es in der Welt
ja den Bleistift da gibt, den wir schon gefunden haben, der uns den Speedboost oder so gibt. Und wir haben den Thronsaal auch noch immer. Der ist ja auch höchst verdächtig, der Thronsaal oder der Speisesaal. Der ist da drinnen. Da hat es geheißen, es gibt einen geheimen Schalter am Boden. Muss nur schauen. Vielleicht schaut wirklich ein Fliesen anders aus. Vielleicht passt ein Fliesen einfach nicht dazu. Da ist so ein schwarzer Fleck, aber das glaube ich ist nur Design, oder? Vor allem, ich weiß nicht einmal, was ich... Ah, das sind... Okay, die schwarzen Flecken sind überall. Das Problem ist halt auch, dass ich nicht einmal ansatzweise weiß, was ich tun muss, wenn ich ein Fliesen finde, der ein Schalter sein könnte. Steht irgendein Fliesen weiter aus dem Boden? Unterm Tisch hat es geheißen. Da ist ein Eiszapfen, der strahlt blau auf die Fliese hin. Vielleicht ist das die richtige? Oh, ho, 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 ho. Okay, jetzt ist die Statue aufgefahren. Wie kommt mir jetzt auf? Yes, yes, okay. Jetzt bin ich am Tisch. Hat sich da jetzt irgendwas geändert? Na, ist noch immer empty, die Dosen. Muss ich den Deckel zuschlagen? Na. So, oder kann ich jetzt durch die Statue vielleicht was erreichen, was vorher... Okay, so sicher nicht. Mal schauen, ob ich jetzt durch die Statue irgendwas erreichen kann, was ich vorher nicht erwischt habe. Wieso schaut er denn so traurig? Finn, wieso schaust du so traurig? Wow, das ist gar nicht einfach. Oh, oh! Ah! Na, ich glaube, ich kann auf dem Kopf stehen. Komm. Okay, jetzt bin ich noch höher. Ach so, das sind wir anscheinend in Weg da. Ah. Das sind rutschige Platten. Das sind Eisplatten. Ah, dann kann ich mich wahrscheinlich nur auf die Dinger bewegen, wo es keine Eisplatten sind. Dann muss ich da um mich. Boah, das. Ah, ich hör schon Eis rein. Da ist wieder irgendwo am Ende wahrscheinlich ein Ei vor dem Weg. Ah, das ist rutschig. Wo ist in die Richtung rutschig? Hä? Nein, jetzt sag ich nicht, ich muss auf die Töller da um mich. Da komme ich niemals auf. Aber ich höre es Ei schon. Es kann nicht mehr so weit sein. Ja, da ist es. Jetzt kein Fehler mehr. Und der Karten ist da drüben. Oh, das ist rutschig. Yes! Ich weiß überhaupt nicht, was das für eine Dinger sind da, aber... So. Gut, dann hätten wir, glaube ich, den Thronsaal auch erledigt. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr, was hat es da noch gegeben. Am Observatorium oben haben wir, glaube ich, alles. Aber da war nur das Observatorium selbst. Und da hat es ja die Rutschpartie gegeben. Da drüben um den Turm fliegen Schmetterlinge immer dumm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ziehe ich überhaupt erst, kann ich auf die Plattform um mich? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen gehabt. Das ist mir definitiv nicht aufgefallen, die Plattform. Weil der Turm steht da ein bisschen weg. Für die Ränder. Das hat er dann Überhang. Das schaut halt auch wieder höchst verdächtig aus da drüben. Aber ich glaube nicht, dass er so weit fliehen kann. Nein, das brauche ich gar nicht probieren. Wo ist die Rutschbahn gewesen? Jetzt müssen wir wieder die. Aber das ist halt auch kein Zufall, oder? Okay, da komme ich gar nicht auf.
Auch die niedrige Seite da rüben. Geh. Okay. Schau. Das, die überhängenden Wände sind richtig lästig. Okay, das hat auch die Form von einer Bleistiftspitze. Nein, aber da ist nichts, oder? Ich habe Angst, dass ich dann da drüben durchglitsch. Was ist da drüben? Ah. Hey, das ist wirklich ein Ei oben am Turm. Wie komme ich da bitte hin? Okay, es dürfte gehen. Ja, es geht wirklich. Ach so, das ist die Steilwand von unten vor dem kleinen Eisschloss, wo man die Stiefel kriegt. Aber was hilft mir das? Auf die aufklettern? Oder kann ich nur auf die kleinen klettern? Nein, kann auf die großen auch. Nein, kann er nicht, weil sie zu rutschig sind. Hm. Okay, da geht schon mit nichts. Ah, aber auf die kommt er. Auch wenn es ausgeschaut hat wie ein Glitch. Aber da ist jetzt, glaube ich, wirklich eine Endstation, oder? Weil durchglitschen kann er da nicht. Dann mal so vielleicht. Okay. Was ist das da oben für ein Gebäude? Na. Da drüben auf dem Schloss da ist ein Ei. Da drüben, da. Wie komme ich da bitte hin? Und was ist das da oben? Und was höre ich da für Geräusche die ganze Zeit? Irgendwie ist das gruselig. Ich finde es halt irgendwie voll cool, dass man da echt so viel erkunden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Super Mario 64 auch so war, dass da einfach so viel war, was nicht irgendwie ein totes Ende ist. Jetzt bin ich nämlich auf der Mauer da herum. Ah, aber da ist wirklich eine Eiswand. Die blockiert mich, okay. Und aufs Schloss komme ich nicht von da. Das ist ja voll mysteriös. Das ist sehr, sehr mysteriös. In I. Wenn es da jetzt ein Dings gäbe, ein Eingang wäre cool. Ah, das ist gar kein Ei, das ist ein Karten. Oder war es Ei noch ans Hecher? Na, das hat schon passt. Da ist ein Karten herumgefallen. Wie cool! Es wäre halt voll cool, wenn ich von da herum den Flug da reinschaffen würde. Aber das glaube ich schaffe ich jetzt wirklich nicht diesmal. Na, das kann sich vom Winkel her nicht ausgehen. Und der Loch war nicht in der Decke. Na, das kann ich gar nicht probieren. Das kann sich nicht ausgehen. Dann müssen die irgendwie wieder an Höhe gewinnen. Gut, dann müssen wir halt nochmal nach unten. Weil da hat es ja auch noch ein paar Sachen gegeben. Was ist denn er für ein Viech? Das schläft da. Was? Once sweet red, me once. The Gobbler. Hey, warte mal, hat nicht ein Ei mir schon einen Tipp gegeben, dass irgendwas Süßes, irgendwas Viech hat, was Süßes will? No, no, no. Also der Gobbler will was Süßes haben. Du bist der Gobbler. Irgendwie ist der süß. Aber irgendwie ist er verdammt gruselig. Aber er dürfte zumindest nicht besser sein und mir was tun. Ich mag den irgendwie. Er schaut süß aus. Und verrückt. Oh mein Gott. Er schaut richtig verrückt aus. Oh mein Gott. Ist der gruselig.
Den habe ich noch gar nicht bewusst wahrgenommen, falls ich ihn schon mal gesehen hätte. Gut, dann haben wir da drinnen den Blast gehabt, wo wir den Bleistift kriegen. Den werden wir jetzt brauchen, glaube ich. So, weil mit dem Bleistift, auch wenn ich die Handhabe von dem Bleistift überhaupt nicht check. So, haben wir da irgendwas noch, was ich mit dem Bleistift tun muss? Schaut nicht so aus, okay. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, warum man den dann wegschmeißt jedes Mal. Ich muss da ein bisschen üben, wie das funktioniert mit dem Ding. Weil ich kann ja so irgendwie Vollgas an Höhe gewinnen. In Kombination mit dem Wasser. Kommt mir vor. Nur sobald ich ins Wasser stürze, dreht sich die Steuerung um. Was ich halt überhaupt nicht check, warum das so ist. Kamera, also die Steuerung ist bei dem Spiel sowieso verkehrt. Allgemein. Ja. Sehr schwer die Steuerung mit dem Bleistift. Gut. Da waren jetzt überall die Enten, was mich da abschießen. Muss ich jetzt aber. Wow, die schießt bis da um, das war letztes Mal noch nicht. Na, also das war letztes Mal definitiv nicht. War da letztes Mal auch schon so viel Wasser erinnern? Fällt mir gerade ein? Jetzt muss ich da voll aufpassen. Ja, war's. War schon so viel Wasser. Probiere jetzt einmal mit dem Bleistift-Ding die Karten holen, dass ich wenigstens irgendwas zu lauten kriege mit dem Ding. Aber die Steuerung ist einfach nicht logisch mit dem Stift. Na, die ist unlogisch bis zum Geld nicht mehr. Ah ja, aber das haut schon hin. Ja, ich glaube, dass das hinhauen könnte. Und ich da richtig fühle. Boah. Pff. Das schaffe ich ja niemals. Wie soll denn das gehen? Na, das schaffe ich nicht. Weil einfach die Steuerung nicht intuitiv ist. Vielleicht funktioniert das mit dem nur unter Wasser. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Mit der Steuerung schaffe ich das niemals. Weil ich muss da permanent ausweichen, auch noch zusätzlich. Kann ich den vielleicht kaputt machen mit meinem. Nein. Der wird jetzt passt, aber nicht in die Richtung. Mir wird der Stift leider zu schlecht erklärt. Mein Gott. Und da ist, warum ist da ein Kanten? Das. Na, komm! Ma!
Ich begreif's nicht, ich bin zu dumm. Und warum schmeißt du dann immer weg? Wo will ich die Sicht umstellen? So, ich kann nicht so schnell hochziehen, wie er wieder den Boden berührt. Wieso kann man den nicht kaputt machen? Bist du narrisch? Gib mir das gerade am Senkel. Das ist bis jetzt das Schlechteste am Spiel. Dabei ist es echt richtig gut. Aber den Bleistift hat er komplett verhaut, der Entwickler. Irgendwann später. Oh mein Gott. Ich hab die Karten, das gibt's ja nicht. Dass ich den Tag noch erleben darf. So. Wo drin haben wir das Ei auch? Bei ihrer, das war ja nicht so das Problem. Irgendwo haben wir ja so einen... Ah genau, beim Seestern. War so ein Weg nach unten. Da, wo wir den Seestern befreit haben. Dann war der Schalter da und dann sind wir da rausgekommen. Da habe ich erst im Nachhinein gecheckt. Der Eingang, der komische, wo dann die Laserenden das erste Mal waren. Da waren deswegen die Plattformen da, weil wir die von oben durch runtergehauen haben. In dem Raum mit den Laser. Da sieht man nämlich auf. Okay, da ist alles zu. Was ist das für Licht? Und ist das der normale Ausgang? Ah! Okay! Da ist ein Schalter! Ah, und der macht unten auch gleich auf. Ah, oben auch gleich auf. Okay. Ja, ja, down. Da ist irgendeine Tür. Wo bin ich nicht? Ah, da bin ich jetzt auf der anderen Seite! Wo wir nie gewusst haben, was für ein Mechanismus das da gemeint ist für die Tür. Okay. Was ist denn das jetzt wieder? Hey, what the? Jetzt bin ich wieder... Das war ja die erste Welt, oder? Ja sicher, da unten ist der Baum. Das ist die erste Welt, wo wir hinkommen sind. Jetzt bin ich also da am anderen Ende vom Wasserfall. Okay. Wieso? Was soll mir das bringen? Aber zumindest komme ich jetzt da herum überall hin, wo ich vorher nicht hinkommen habe. Bringt mir aber nichts. Okay. Der Aal vielleicht ein Apfel? Dass ich einen Apfel mitnehmen muss? Aber wie? Ich komm ja nicht mehr rein, ich dann da auf. Ich komm ja in die Welt nicht mehr. Ich komme jetzt da ja nicht mehr auf, oder? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich wieder zurück aufkomme? Naja, Frali, warte mal. Genau vom Vogelhäusler aus, oder? Ich glaube nicht, dass er einen zusätzlich zum Bleistift einen Apfel tragen kann. Na, da lässt er sofort aus. Muss ich jetzt da eventuell wirklich den... Ja, das muss ich probieren. Das hilft jetzt nichts, das muss ich jetzt ausprobieren, weil mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Weil was kennt der Aal sonst machen, was süß ist? Viele andere Sachen haben wir ja noch nicht gefunden im Spiel. Die da irgendwie passen würden, oder?
Aber ich glaube, er kann auch nicht klettern mit. So ist der Oster. Ich glaube, er kann nicht klettern mit einem Opfer im Kopf. Na. Toll. Na, dann bringe ich den Opfer da aber gar nicht um mich. Durch das Portal. Zumindest wissen sie jetzt nicht wie. Also bald den Schmeiß ist er weg. Die Sonne schaut aus wie das verscreamt, die Masken. Voll creepy. Und die Schmetterlinge fliegen hinter die Sonne. Bin jetzt echt überfragt, wie du jetzt um mich komm. Was bringt mir das da? Wo geht's denn da jetzt hin? Hey, wieso bin ich jetzt wieder in der Eiswelt? Ich check's nicht. Jetzt muss ich nur meinen Aal finden. Ich hoffe, dass der den Apfel frisst. Er war da jetzt auf der anderen Seite drüben. Wie hat der jetzt geheißen, der Aal? Wow! Der schnappt doch gleich her. Der Gobbler. Es fehlt gleich Apple. Du schert den Even zu, ich schreif aus meine Toys. Gute Nacht. Geht schlafen. Geil. Ja, und das hat einen positiven Nebeneffekt. Ich komm da runter. Ui. Und da geht wieder sowas auf. Oh mein Gott, er schläft da jetzt. Und hat Apfelaugen. Mein Gott, der ist süß. Irgendwie mit seinen spitzen Zahndies. Mei. Der Gobbler. Wie die Apfelputzen da liegen. Apple kriegt das von mir. Jetzt ein Heftchen. Und ein Ei. Es geht dahin. Mit die Eier. Aber da sind trotzdem noch immer Portale, glaube ich, zu, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oder? Oder habe ich die Portale jetzt alle offen? Na, schaut aber doch nicht so aus, es war da noch ein Portal. Was mir noch fehlt. Cool. Dann sind die Portale offen. Dann fällt mir jetzt aber momentan nichts mehr ein, was es noch. Ah, wui, mir fällt noch was ein. In dem einen Raum, da drinnen, wo die Laserstrahlen sind, da gibt es ja noch immer die Laserbarrikaden da. Und da drüben, da muss ich auch irgendwie durchkommen. Ist da irgendwann ein geheimer Eingang? Da hinten vielleicht? Was steht da? Sentry Control Chamber. Was ist drüben gestanden? Heaven's Path? Himmelspfad? Muss ich da über dem Himmel? Eine? Aber wieso? Warte mal. Ist das ein Fenster? Das war da nicht. Warte mal, kann ich das jetzt da an der Oberfläche auch schnappen? Na, wenn ich herumschwimme. Achso. Es gibt ja ein zweites, was oben ist. Ich hasse die Laserstrahlen. Wirklich, ich hasse sie. Ich hoffe jetzt, dass der Dings wieder da. Ja. Weil den habe ich ja liegen lassen müssen im. Wie ist es? Lost Leaf Lake? Wo jetzt jedenfalls der Dings war. Der Apfel. Wuh! So. Jetzt muss ich nur mehr versuchen, mit dem blöden Bleistift da durchspringen. Ja, das ist aber jetzt, glaube ich, machbar. Wenn mir nicht unbedingt der. Jawohl! Wenn mir nicht unbedingt der Dings erwischt. Der Laser. Okay. Ah! Da geht's einer. Und da ist ein Schalter.
Ah ja. Also die Dings sind schon mal deaktiviert. Die Laserstreuen, jetzt muss ich nur kurz schauen. Wenn man nämlich den Bleistift benutzt, schwimmt dann etwas selbst an der Oberfläche. Was ist denn das da? Gar nichts. Okay. Achso, da bin ich eh reingekommen. Weißt schon. Wenn er einen Bleistift hat, dann taucht er automatisch ab. So, jetzt da um mich. Immerhin wieder ein paar Schwammerler. 40 Stück haben wir jetzt schon wieder. Und da ist ein Durchgang. Geht's wieder Ovi? Da ist ein Regenbogen. Wasser und da war auch drüben wieder ein Stift. Was ist da? Heaven's Path. Heaven's Path? Wieso Heaven's Path? Schaut aber nicht aus wie ein Himmelspfad, wenn du mich fragst. Komm ich auch nicht auf? Da ist wieder ein Stift. Ah, aber da ist ein Schalter. Okay, dann drücken wir den einmal. So, die Decken da kommen und da ist jetzt oben wieder ein Wasserpfützen. Na, servus. Muss ich. Ah, ja. Okay. Der Sprung ist schon mal geglückt. Ich muss da nur extrem. Aha. Wieso hast denn du jetzt den Stift schon wieder weg gehabt, Trottel? Der schmeißt die ganze Zeit den Stift weg. Wenn ich den brauche, bin ich im Bob schon in. Wenn er ihn immer fallen lässt. So. Da ist jetzt ein Ausgang und da ist schon wieder ein Schalter. Ach so, ja sicher! Ja. Hat er jetzt überhaupt nicht kompliziert ausgeschaut. Wo muss ich jetzt... Aha, warte mal. Wo auf, da ist ein Pfeil nach oben. Ja, super. Und die Steuerung ist ja so leicht mit dem Stift. Ovi rechts, links, Ovi. Da durch. Ah, super! Überhaupt ist da ein schwarzes Nichts! Ist nicht schwer genug, Gott sei Dank. Okay. Jetzt wollen sie es aber richtig wissen, gell? Also, es kann sein, dass ich es tatsächlich nie schaffe. Weil einfach die Steuerung mit dem Stift so schwer ist. Ah, Gott, na. Hab ich wieder vergessen. Jetzt vergiss sie wieder, dass das nicht der Bone ist. Ich will Speed sammeln. Und die Cutscene dauert relativ lang immer. Ich glaube, ich kann immer bloß sparen. Er schwimmt da nicht mehr! Er taucht, ich kann da nichts mehr drucken. Er wird irgendwie automatisch abgezogen. Yes! Ich bin durch! Hä? Bin ich jetzt einfach auf der anderen Seite? Hätte ich mich einfach nur umdrehen müssen? Also nein, ich hab ein Rundgangerl gehen müssen. Versteh schon, weil das Dings zugegangen ist, ist da hinter mir. Ist das ein Portal? Hä? Was ist das? Ein Wasserblasen? Na, nicht echt, ich muss jetzt... Von Wasserblasen zu Wasserblasen hupfen? Wenn das eh so schwer ist! Warte mal. Okay. Das ist... Also... Das ist ja jetzt schon fast leicht im Vergleich zum anderen gewesen. Ah, da bin ich jetzt herum! Auf der Spitze, wo wir umgesehen haben! Und da ist das Ei. Ich hab's mir doch nicht einbildet. Ah, unten die Karten herum ist Ei. Ja, halt die Luft an. Ja! Wir haben das Level komplettiert. Wuhu! Kann ich jetzt irgendwie auf eine schnelle Art und Weise
zurück. Ich meine, da geht's noch. Ich kann einfach raushupfen. Kann ich den Stift mitnehmen? Ja, kann ich. Nur kurz überlegen, ob mir was hilft. Hilft da mal irgendwas der Stift? Jetzt könnte ich da wieder in die. Ich glaube, das da drüben war die Gallery of Nightmares, gell? Oh. Okay. Das war jetzt ein Versehen. Das war da drinnen. Ich weiß dann. Ich hab das gerade anscheinend mit Wasser gelöscht. Und ich gestern durch um und um wie ein Depper da. So, war da die Gallery of Nightmares, oder? Ah ja, jetzt bin ich da auf der anderen Seite. Und da drüben haben wir den Dings geholt. Das Ei. Und da bin ich wieder Schnellreise aus sie zurück. Dort links drüben war das Labyrinth, das Rosenlabyrinth. Ah, da ist überhaupt nur Süd. Keep out is written in deep red paint. You get the distinct feeling you're not welcome here. Ja gut, das, da muss man jetzt nicht unbedingt so ein Riesengenie sein. Ja, aber warte mal. Das heißt, wir können das Spiel jetzt beenden, wenn ich einfach, dadurch, dass ich 4 Eier habe, durch das große Tor da hinten gehe, 4 Herzen habe. Ich glaube, dass ich jetzt wirklich das beenden könnte. Aber ich habe ja da in roten Eingang, da in grünen Eingang gestern geöffnet. Ich muss jetzt kurz speichern. Ich will das jetzt nicht verkacken. Dann probiere ich jetzt wirklich das aufmachen da, weil ich habe ja 4 Herzen. Ja. This door is sealed with mysterious dark energy. It will take a strong heart to proceed. Ich will aber noch nicht aufhören. Okay, wir wissen jetzt zumindest das Tor kriegen wir auf. Wo bin ich dann gestern eingegangen oder wann war es vorgestern? Ins Grüne oder ins Rote? Ich glaube ins Rote, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusch. Das ist irgendwie voll interessant. Ah nein, da war ich sicher noch nicht. Also ich glaube an das hätte ich mich erinnert. Wenn da, wenn wir da einfach im Bowsers Vulkan unterwegs wären. Das schaut aus wie die Hölle. Das Level. Warte mal. Pass auf. Da ruhen manchmal Stacheln vorbei. Manchmal normale Plattformen. Und manchmal brennende Plattformen. Jetzt fahre ich da mit auf für ein bisschen. Und schauen wir das einmal an, was das für ein Höllentrip ist, oder? Da ist ein X oben auf der Wand. Da steige ich kurz aus und fliege zu Karten obi. Sogar da sind Stacheln obi. Du musst jetzt, glaube ich, kurz Schaden nehmen für die Karten. Nein, muss ich nicht. Ja, muss ich. Aua. Das ist ja voll eine Todesfalle. Aber das hat jetzt zählt, oder? Ja, die Karten habe ich. Das ist ja Bullgranaten die Hölle. Warte mal, das schaut mir auch noch ein Minispiel aus da. Wenn ich halt was sehen tät, gell? Ja, super. Dadurch, dass die Ringe im Weg sind, sieht man halt nicht wirklich viel. Luna, about time you took a bath, Stinky. Die Luna ist wirklich eine boshafte Figur. Okay. Das war jetzt nicht meine Intention. Ah, das fährt eine Runde und da kommt es dann wieder raus und brennt. Manchmal. Ah. Save some lava for the rest of us. Das ist halt einfach brutal. Ah, nein.
Okay, kann ich auf die Dinger unterwegs sein? Die Schienen, so. Das wollte ich ausprobieren, was da jetzt auf sich hat. Was hat's mit ihrer blauen Ketten auf sich? Aha. Hä? Stupid fish, point and laugh at it. Was? Was ist das für Fisch? Da ist noch Dings, aber da komme ich jetzt nicht auf, weil ich ja jetzt den Fisch mit habe. Was ist mit dem Fisch? Alter! Und da kann ich wieder aussteigen. Also das ist im Prinzip eine Welt mit ein paar Minispiele. Scheiße. Ah. Was ist mit dem Fisch? Warte mal, war nicht in einer Welt war ja die große Rotznase da, oder? Vielleicht finde ich irgendwo eine Taschen durch und vielleicht gibt es noch so ein Viech, wo ich einen Fisch brauche. Oder ich muss irgendwie mit dem Fisch füttern oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Minigames in dem Bereich. Ah, da hinten ist auch ein Ei versteckt, aber da ist zu. Das schaut mir ganz nach einem Portal aus. It's Mr. Carrington, but he doesn't quite look right. Brauche ich da einen Fisch? Aber wieso bei Mr. Carrington? Ich hätte nicht erkannt, dass das der Mr. Carrington ist. Achso, weil er so einen kleinen Fisch aus Drohne mit hat? Das muss ich jetzt ausprobieren, aber wie... In drei Teufels Namen kriege ich bitte da einen Fisch um. Aber da drüben. Wie kriege ich den Fisch da um, wenn der überhaupt um mich kehrt? Mit da fahren die Dinger nach oben, die Wagedler. Ich kann nicht klettern, wenn ich einen Gegenstand habe. Glaube ich. Na, dann fällt der Ovi. Ich hoffe, der kommt da jetzt gleich wieder daher. Ja. Das heißt, ich muss eigentlich losfliegen. Und das so gut timen. Yes! Und jetzt muss ich versuchen, dass ich da Ovi fliege. Aber wie? Wie schaffe ich den Sprung? Den Flug? Hm. Oder wirklich von der höchsten Stelle weg. Bevor es nach unten geht. Weil da um mich komme ich niemals. Das ist definitiv zu weit. Warte mal. Und ich weiß nicht einmal, ob das mit Mr. Carrington stimmt. Das kommt ja noch dazu. Dass ich den Fisch zu ihm bringen muss. Kann ja sein, dass ich es zu einem anderen Bereich bringen muss, ist Fischi Fischi. Ja, Hecher wird's nicht. Nein, unmöglich. Es geht nicht. Dann muss der Fisch woanders hin. Dann muss der Fisch woanders hin. Ist das schwer gerade? Dass vielleicht im grünen Bereich was gibt? Weil ihr, zu ihr haben die Haaren geschmissen, zu Sage. Und sonst hängt da kein anderes Bild mehr, was so auffällig ist. Ja, genau, da waren wir gestern. Aber selbst wenn zum der Fisch jetzt da irgendwo hinkehrt, löst das ja mein Problem nicht. Ja, wirklich. Das ist echt so. Hä, was ist da jetzt wieder los? Coward Coffin. I dug this guy up cause I thought he would be scary. But he's just a wimp. Sie hat da jetzt wen eingesperrt, aber wenn ich jetzt in Schweif
Bash mache, dann hau den Fisch wieder weg. Da um mich komme ich nicht. Da komme ich auch nicht um mich. Und da ist noch so eine böse Statue. Also der hat so einen BH an. Glaub ich. Ja, ich muss es eh tun. Was hilft's, man? Ich muss den auslassen. Keep your eyes away. Okay. Und jetzt? Schauen wir vielleicht von der Rückseite? Nein. So? Hä? Wie komisch tricky ist das Spiel? Sind das Hinweise, die Gemälde? Nicht wirklich. Also mir... Oh, das ist wieder so ein grantiges Bild, was mir... Ah. Geh. Da dahinter. Da ist der Shellward versteckt, oder wie er heißt. Warte mal. Da. Der braucht einen Fisch. Ja. Und da schreit er schon wieder ein Ei. Und da ist das Ei drinnen, in dem Kopf, in dem Ziegenkopf, in dem riesigen. Okay, zumindest wissen wir jetzt, wo der Fisch hingehört. Yes! Da oben ist der Fischi. Aha, jetzt sprengt er das auf. Komisch, aber ja. Ui, das zieht mich ein. Warte mal, jetzt pass auf. Jetzt muss ich aber noch mir überlegen, was ist mit den Statuen da. Gibt es irgendwann einen Hinweis, wie der vielleicht dran muss? Und habe ich vor allem... Oh. Achso, das killt mich gar nicht. Das Wasser? Dann kann ich schauen, was da... Oh. Das ist ein Wahnsinn. Irre, das Spiel. Wie viele verschiedene Wege, dass es wohin gibt. Da unten war das böse Bild und die Karten, die haben wir aber eh. Ah, da gibt es noch, da gibt's ein paar Gullis, durch die ich da potenziell fliehen kann. Und es ist aber kein einziges Bild, der Hinweis. Bin ich ja schon gewesen überall. Da sind wieder die Hansch. Warum sind die Hansch eigentlich wieder da? Die habe ich im Bild ja schon angezogen. Komisch. So. Ja, das Bild hat auf jeden Fall die Hansch an. Dann schaue ich nochmal in den grünen Bereich und die darf ja auch nicht oben gespült werden. Ich finde es geil, dass es ein grüner Bereich ist. Weil da ist nämlich gar nichts im Grünen da. Und was ist das Rätsels Lösung mit dem? Achso, die Augen dürfen nicht auf den Sarg schauen! Für die Statuen! Das meint er damit! Ah! Okay! Das kann ich natürlich nicht wissen. Dass das Obi sinkt. Ma Gott! Boah, ist das schwer! Bist du deppert, ist das schwer! Aber jetzt habe ich das mit den Augen wenigstens verstanden. Weil der hat irgendwas gesagt, dass man die Augen halt weg. Und so, das bleibt sogar alles. Also, das ladet nicht. Nein. Kommt mir übertrieben schwer vor, muss ich echt sagen. Vor allem ist da drüben nicht schon wieder ein Gulli. Wow, das ist aber eine knappe Kiste, hä? So, jetzt ist der einmal weggetraut da. Und da unten darf ich ja nicht runter, da ist ein Gulli unten. Das büte ich mir nicht ein. Ah, und da ist ein Karten versteckt. Aber dafür kann ich jetzt, glaube ich, den rauslassen da. Okay, dann muss da noch irgendwo eine Statue sein, die... Ah, da drüben ist noch eine. Ach Gott, da wieder umgekommen, gell?
Die Karten holen wir jetzt schnell. So. Da kann mir eh nichts passieren, solange ich nicht in Gulli zu neu komme. Und was ist das da drüben? Was ist denn das da? Ist das was Böses? Und da sind Stacheln. Was bist denn du? So, Blumen oder was? Der ich stehen kann. Und da ist ein Auge eingesperrt. Da ist schon wieder so ein Stachel, Bruder. Nee, ist jetzt nicht ganz dicht. Ah, da ist eine Reihenfolge zum Einhalten. What? Hm. Machen wir vorher mal das mit der Reihenfolge da. So, eins. Zwei. Drei. Vier. My curse has been lifted. You may pass. The rattles. Ah, jetzt geht da auf, die Hitten. Immer doch, die lassen den Rattles da einfach aus damit. Da darf ich auch nicht oben, da ist nämlich wieder ein Gulli. Super. Gott, sag ich's noch. Und jetzt da. Komm. Ja. Perfekt. Perfekt. Komm. Komm. Oh mein Gott. Weil das ist halt höchst verdächtig mit den Pflanzen da. Und da ist er. Was ist denn das Rote da drüben? Boah. Du gehst mir gerade wirklich dezent am Arsch, Alter. Was tust du? So. Jetzt haben wir da nämlich komischerweise die Blumen da. Die tun nichts. Ja, und was bringt's mir? Die sind alle sowieso aus. Das einzige, was komisch ist, ist da drüben der rote Eingang da. Ja, egal. Dann geh ich halt einmal zurück. Du hast mir jetzt aufgemacht. Aber auslösen kann ich nicht. Ist ja ein Durchgang. Aber sonst gibt es da anscheinend nichts mehr. Außer da rechts drüben mit den Blumen. Das ist halt ganz komisch. Da sind die wieder, die komischen Pflanzen. Und da ist ein Gulli. Ah, da oben ist schon wieder was. Alter, wie viel gibt es in dem Spiel? Ist das jetzt für ein Carrington? Da ist ein großer Baum. Das dürfte für Mr. Carrington sein, weil das schaut aus wie seine Rückenflossen oder seine Flügel. Ja. Und ich kann die benutzen. Ja gut, dann macht es auch Sinn, warum ich das zu ihm nicht geschafft habe vorher. Das sind ein bisschen größere Flügel als ich habe. Oh mein Gott. Ich habe gerade riesengroße Tragflächen gekriegt, kann man sagen. Warte mal. Aha, mit der kann ich den Bounce-Sprung nicht machen. Ich will die Karten holen. Ja, er sinkt viel langsamer ab mit der. Jetzt ist da schon wieder die Flagge mit dem komischen Windradl oben. Muss ich's verstehen?
Ja, was ist denn das für ein Spiel? Was hab ich denn da jetzt wieder? Vielen Dank. Hä? Bin jetzt im Mr. Carrington drinnen? Ja! Wieso ist da... Mott! Da ist der Fisch! Und wie's... Warte mal, jetzt ist da schon wieder ein Hinweis oder was? Ja, aber das ist der gleiche. Erde, Wasser, Feuer, Wind. Wieso kann ich da zu Mr. Carrington? Oder hätte ich am... Nein, ich hätte ja in Bash nicht machen können, ohne dass ich ihm die Flügel bringe. Die Box zerstöre. Eine Schnellreise zu Mr. Carrington? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Du bist eine Schnellreise zu Mr. Carrington. Auch nicht schlecht. Wofür ich auch immer die wieder brauche. Gut, dann hole ich mir noch die Flügel und dann probiere ich die Karten holen. Das schafft er trotzdem nicht. Wieso schafft er das nicht, bitte? Und was ist das für ein Bild? Das ist ja schon wieder irgendein Teleporter. Ich darf hier spielen nicht. Das geht sich einfach nicht aus. Das geht sich nicht aus. Vielleicht bin ich ruhig? Warte mal. Na. Na. Die Fliegel müssen aber die Lösung sein. Okay, du hast eine Scheibe. Das verarscht mich nur. Da ist eine Scheibe im Weg. Da muss ich von der anderen Richtung kommen. Weißt du was, das ist ein Karten. Ich weiß es nicht, was ich tun muss. Ich schaue mir jetzt einmal an, ob das ein Portal ist. Das geht jetzt einmal vor. Ja, das ist ein Portal. Where is this of Eternity? Das hört sich... Wow! Was bist du? Die tun wir... Okay, das sind Instant Kills. Vielleicht kann ich einen mit Y abschießen. Was bist du da? It's too dry. Ich kann keine Bubbles schießen. Und die wollen mich da anscheinend bashen. Was muss ich da tun? Kommt noch einer? Es werden immer mehr und mehr. Vielleicht muss ich irgendwie schauen, dass es nicht mehr so trocken ist, dass ich jetzt noch gar nichts tun kann da. Vielleicht hat das was mit den kleinen Pflanzen da zu tun. Dass ich die Pflanzen da vorher alle bewässern muss. Oh, ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt ist die Frage, ob die Zeit, ob die ein Zeitlimit haben. Weil dann macht es auch Sinn, dass gewisse... Wieso auch? Ja. Wieso fallst du da noch... Aber wieso... Ich kann ja sowieso auffliegen. Aber das löst ja mein Problem nicht. Aber das hätte ich da schon überall ausprobieren können. Mit dem. Dann hätte ich mir schon ein bisschen leichter da überall. Mein Gott.
Was tust du denn? Ja, so Zelt passt. Gut, und dann da drüben noch den. Aber bringen tut mir das eigentlich jetzt nichts. Zumindest nicht, was ich von da aus sehe. Außer ich habe da die Fliegen mit und kann da um mich fliegen. Wenn sie sich das so denken. Dass das dahinter ist quasi. Weil ich da ja auch die Pflanzen brauche, potenziell zum Aufklettern. Wenn ich halt jetzt einfach so gehe. Ist halt schwer zu wissen, was sich der Entwickler denkt. Aber man verliert hier wirklich nicht so viel Höhe, wenn man die Fliegel benutzt. Und das könnte auch erklären, dass ich die wirklich Mr. Carrington bringen kann, wenn ich mit der umgekleidet zu ihm, weil ich ja keine Höhe verliere. So. Ja, das sieht gut aus. Schaut sehr gut aus. Jetzt bin ich einmal da. Wo ist wieder ein Schalter? Ah, jetzt lässt der da eine Brücke aus. Und jetzt kann ich umfliegen, oder? Zu Mr. Carrington. Ich meine, ich kann sowieso umfliegen, ich kann von da wegfliegen. Jetzt ist die Frage, ob er die Flügel braucht. Ja! Er braucht's! Yes! Boah, das Ei schaut gruselig aus. Aber das Gute ist, ich glaube, dass die Flügel da bleiben. So wie alles andere auch. Das heißt, ich könnte die wiederholen. Das kann ich sogar löschen. Das ist jetzt eigentlich nur zum Spaß probiert. Jetzt probiere ich das mit den Ringen noch. Das haben wir. Da ist auch noch so ein Durchgang. Das sind noch ein paar Durchgänge eigentlich. Ich meine, ich weiß halt beim besten Willen nicht, wie ich das schaffen soll, wenn ich nicht hinsehe. Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen kann. Ich sehe da nicht hin. Ich kann die Sicht nicht so drehen, wie ich es brauche. Komm! Wow! Es hat zählt! Aha, jetzt kommen da die Spiegeleierpfannen. Oder die Speckpfannen, außer die heißen. Ah, sehr schwacher Trost. Ich hoffe, dass die heraußen bleiben. Ehrlich jetzt, aber das war jetzt echt richtig fies. That's what she said, Button. Was hab ich jetzt wieder unabsichtlich gesagt? Ich merke es oft gar nicht. Da sind die Spiegeleierpfannen da drüben rausgekommen. Sind das die? Damit, ich weiß es nicht. Aber ich sehe es sonst nicht. Kein Stall, wo die rausgekommen sein könnten. Bin mir halt auch nicht sicher, ob ich da die irgendwie löschen könnte. Oder ich muss das so machen, dass mir auf, ja, ich muss das so machen, dass mir aufgekatapultiert. Und da ist die komische Metallschlange, oder? Okay. Ja, das Spiel ist mega hart. Was haben wir denn da jetzt wieder für ein gruseliges Portal? Alter! Oh mein Gott! Coils of Agony. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das machen kann. Wenn ich den austrockneten Bereich schon nicht machen kann. Ich gehe da gerade die Schlangen-Dings entlang. Wo so ein Goku im Himmel hingegangen ist. Wie er zum Meister Kaio gegangen ist.
Aber es ist geil designt und so gruselig. Hoppala. Komm. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Haha. Ja, wie... Alter, wie schnell muss denn das... Achso, ich hab dazwischen Platz. Hm. Das Spiel wird definitiv nicht leichter. Und die Intervalle sind richtig, richtig kurz. So eine lange Schlange. Es schaut aus wie ein bisschen eine verstörende Regenbogenpiste. Und man muss so float unterwegs sein, es ist ein Wahnsinn. Ich glaube, dass ich da dazwischen gehen kann. Ja, passt. Mega verstörende Regenbogenpiste. Riesige Schlangen. Das wäre mal eine geile Regenbogenpiste eigentlich. Ah, super. Wenn es mich jetzt da wieder obisammelt, ganz. Ja, halt die, wie kurz wirst du werden. Intervall, Alter. Ja, lecker. Ich komme zu Mr. Kaio, Meister Kaio. Wo ist das Ei? Jetzt muss ich eigentlich nur mehr zum Ei kommen, aber es ist irgendwie verdächtig alles. Shit. Wie komme ich da um mich? Es ist zu weit. Wie komme ich da um mich? Er schafft den Sprung nicht. Und ich glaube nicht, dass die Schlangen da gut sind unten. Na, sag mal nicht, ich hätte die Flügel mitbringen müssen. Bitte. Ich hätte, glaube ich, die Flügel mitnehmen müssen. Nur riech's bitte, dass du das tun musst. Das muss er jetzt schaffen. Das muss er jetzt schaffen, der Spyro. Yay! Spyro. You feel a sense of peace. No more of your siblings are here. Wo jetzt? Da in der Schlangenwelt oder was? Weil das hätte ich eh nicht geglaubt, warte mal. Instant Kill, okay, warte mal, jetzt hau ich mich da einfach obi. Busch. Bin ich da jetzt bitte gelandet? Wurscht. Gut, damit haben wir das. Jetzt war halt nur interessant, was ich da drüben tun muss. Bei dem anderen Bereich mit dem, wo die komischen Dinge aus dem Bone rauskommen. Weil da habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zum tun. Außer ich muss da noch rauf. Aber das kann ich halt jetzt extrem schwer einschätzen. Ob ich da noch rauf muss. Und wie die Dinger da aus dem... Weil da ist so ein X um. Kommt mir halt auch sehr komisch vor, das X. Aber da, okay, nein, da geht nichts. Sonst habe ich eigentlich alles da. Ist ja die Frage, was er meint mit No More of Your Siblings are here. Da jetzt, in dem Bereich, wo ich jetzt gerade bin... Oder wirklich auf der Schlange oben. Das ist da tue ich immer so schwer beim Spiel. Das einzuschätzen. Aber ich glaube, dass wir jetzt alles gesehen haben. Wir wissen nur ein paar Sachen nicht. Wir wissen nicht, wie wir dem Riesen da in Schnupfen nehmen können. Den wir in der Kanalisation gefunden haben. Wir wissen das mit der... Wie wird das heißen? Irgendwas auf Waste. Sicher da leider nicht, wie das Level Kassen hat. Hm. Aber sonst haben wir eigentlich jetzt alles. Was ich jetzt so auf die Schnelle einschätzen kann.
Und da kommt man auf, wenn man aus der Kanalisation kommt. Und da kann man direkt oben zur Kanalisation. Naja, dann schauen wir mal, was die Luna da drinnen für uns hat. In der letzten Tür, die wir aufgesperrt haben mit die vier Herzen. If you go any further, you won't be able to turn back until you've resolved this problem. Okay. Das heißt, ich bin jetzt dann wirklich da drinnen in der Welt gefangen. Aber ich habe ja nie gesagt, dass ich Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Weil so habe ich bis jetzt ja immer da, dass ich Spiele einfach nur durchspüre, ohne zu 100%. Und ich finde, es schaut jetzt für die Eier her mit 36 und von der Enzyklopädie her ja gar nicht so extrem schlecht aus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Karten fehlen nur. Und ich weiß nicht, wie viele Eier das es gibt, aber 40 war schon eine Zahl, wo ich jetzt 36 habe. Sollen wir noch ein bisschen schauen oder sollen wir ins Boss-Level gehen? Was meint ihr? Ich hätte gesagt, wir gehen ins Boss-Level, oder? Ja, bin ich auch dafür. Weil im Prinzip, ich glaube, dass wir jedes Level gesehen haben. Und wenn irgendwer mag, kann man sich das jederzeit dann eh auf YouTube irgendwie in einem Video anschauen bei einem 100% Walkthrough. Weil dann können wir uns wieder anderen Projekten zuwenden. You would never understand. Never understand the depths of my genius. Sie malt da schon irgendein Horrorbild. Every world that Sage created, full of orphans, never knowing their own parents, full of misery and pain. It was perfect. Perfect. And you ruined it! You ruined it all! You just had to be a little hero, didn't you? You know nothing. Nothing about art. Nothing about tragedy. Nothing about... Stop! Was, der Finkorein? Finn just wants family back. Was? Ich bin einfach wieder draußen? You have a horrible feeling. You have to stop her before... Ich glaube, die will die Eier schon wieder stellen. Hä? Wo bin ich jetzt auf einmal? Na, sie hat alle in Kristalle eingesperrt. Oh mein Gott! Finn, I cannot see. Is that you? Finn, I must tell you. Luna, I locked her away deep down because I was afraid of her. You must find her, go through here. Little Finn, you've grown so strong, I am so proud of ye. Wie grausam ist das bitte? So Luna, es reicht. Hä? Eine Boss-Plattform wie beim Bowser. Anna. What does it take to make you go away? Schaut sich ein bisschen grantig aus als vorher. Clip of this! That's enough! Okay. Was? Wo? Ach so. Warte mal, kann ich die zurückwerfen? Ah, da nicht, warte mal. Na? Ja, ich kann. Na, ich muss da ganz hinten stehen. Kann ich die abschießen?
Ja, wie muss da noch irgendwas anderes zusätzlich machen? Vielleicht muss ich während ich sie bekämpfe, die Dinger zurückschießen. Hey! Leave me alone, you little pest! Das ist mein kleiner Bruder! Boah! Zumindest lenkt der ihrer ab, aber... Ja, super. Genau. Da kann man nicht mehr reagieren. Das ist viel hardcore. Und ich kann... Ich hab da auch keine Zeit, dass ich Momentum aufbaue. Das ist ein bisschen ein Problem. Dass ich mehr Speed sammle. Ich hab gerade auf... Schwingen gedrückt, komm. Ich schaff's noch, komm. Komm. Yes, es geht. Ich muss das ausnutzen und wirklich so viel wie möglich zurückbringen zu ihr. Nur, während ich ruhig kann ich halt nicht schleudern und wenn ich zu weit vorn bin, kann ich halt auch nichts zurückschleudern. Und da jetzt sowieso nichts. Komm, ja. Bitte. Ich kann die Sicht halt einfach nicht tragen jetzt da. Es ist extrem schwer. Es ist wirklich sehr schwer. Es schaut vielleicht nicht so schwer aus. Aber es ist zart. Und ich kann die Sicht auch nicht so weit tragen, leider. Dass ich von oben drauf schaue. Ist das dein Ernst jetzt, Finn? Bitte! Ja. Ich brauch meinen kleinen Bruder. Na, Finn! Die Sicht tut da, was sie will. Weißt du was? Ich mach das jetzt anders. Ich glaube, ich habe immer ein bisschen mehr Zeit. Wenn ich die Dinger zurückhau. Aber sie erholt sich halt so verdammt schnell wieder. Alter! Was geht denn jetzt bitte ab? Oder die Sicht nicht wenigstens auf ihrer Draht sein? Sie ist halt sofort wieder da. Wenn es bergauf geht, kann er nichts tun, kann er nichts ausrichten. Ich kann nicht ruhen bergauf. Es ist sehr zart. Sehr, sehr zart. Super. Das war's wieder. Ich spüre jetzt jedes Mal gleich und immer wieder erwischt sie mich. Das zerrt jetzt schon ein bisschen an meine Nerven, muss ich sagen. So wie da. Da bin ich machtlos. Da kann ich nichts tun. Wenn ich aus dem Wasser komme und sie einfach eine Kugel wirft, da kann ich nichts tun. Jetzt trifft mich das schon unter Wasser! Jetzt reicht's mir dann wirklich geil.
Jetzt ist sie auf einmal komplett unbesiegbar, oder was? Schau, das gibt's ja nicht! Trotzefix! Unter Wasser! Wieso auf einmal unter Wasser? Flieg! Kann da nicht ein Checkpoint sein, oder? Ja, sicher! Das ist wirklich nur mein einziger Krampf jetzt da. Das macht null Spaß. Wenn sie jetzt ein Checkpoint einbaut hätten. Nach jeder Schlange ein Checkpoint, das wäre fair. Aber das, was sie da abgezogen haben, ist einfach nicht fair. Vor allem, es fliegen ja eh schon alle von meinen Geschwistern um ihre herum. Tja, und wieder geht's nicht. Warum nicht? Und wieder nicht! Ihr müsst mich pflanzen, oder was? Ja, sicher! Jetzt geht das Bouncen nicht vom Schwamm an! Sag einmal, ihr müsst mich Buckel fünfteln, oder was, Alter? Ich hab noch nie so eine Brustpassage gesehen beim Spiel! Schieß noch ein bisschen öfter, bitte! Also, jetzt hab ich Lupen rein zurückgehauen, den Scheißball da! Sie trifft mich immer. Ich komme 5 mm weiter jedes Mal. Ich schieße da wirklich im Sekundentakt fast. Den Landbrock da oben. Schau. Ich hab ja nicht zurückgehauen den Ball. Wieso darf ich nicht zurückhauen und du triffst mich immer? Ist unbesiegbar. Was geht denn da jetzt ab? Und dreh doch schon mal die Kamera in die Richtung, Alter! Was denn, Alter? Wieso kannst du mir das nicht vorher sagen, was ich da tun muss? Alter, ist das noch immer nicht aus? Ich sehe nichts. Sag mal, geht's euch nicht gut? Ja, leck mich, hä? Dreht's zusammen, der jetzt, komm! Ist nicht fair, ist nicht fair! Everybody loves you! Everyone thinks you're the greatest! Die Gösen da. Nobody likes me! Ja, hol Suse. Ja, sicher! Wie bei Rayman in Mosquito! Umarmen und dann vorher bei den Rücken! Sage, sag auch, oh thank the stars, you're okay zum Finn und zur Luna. Right before you returned, the cavern of dreams became normal again. What changed? I don't think you'd understand. Also die Luna hat das gesagt.
Luna. Finn, hey, I'm sorry about all that. Das holt mich komplett auf einer anderen Ebene ab. Es war alles so gut und dann kommt die letzte Passage. Did you? But you didn't deserve it. So like I said, sorry. Okay, sie sagt einfach einmal Entschuldigung, für das sie mich gerade wie oft umgebracht hat. 30 Mal? Oder waren es 40 Mal? Even if you are a little goody two-shoes. Well, I'm out of here. I'm gonna stretch my wings, you know. You wanna get out of here too, right, Finn? Check this out. Aha. This should be strong enough to bring you and the weird little versions of you up. Eh? Luna, just one thing before you go, please. Make it quick! I must apologize too. I never ever should have treated you like that. You were just a child that didn't know any better. It's a good thing you raised Finn better than you raised me. What? Plot twist M. Night Shyamalan-like or Christopher Nolan-like. Later! Fuck off, hey. Sorry. Finn, you can stay here as long as you want to, but as soon as you decide it's time to go, please do. I know you have your own life and world to return to. Thank you for everything. So, haben wir jetzt noch irgendein Eidl, was da ausbrechen kann? Und meine Geschwister, da schlafen wieder alle. Da kriege ich noch einen Hinweis. Anscheinend ein Hinweis. Hidden in the sewers of the water wing through a Pacific pipe. Okay. Also müssen wir durch ein gewisses Rädel im Wasserflügel. Was hat denn da jetzt die Luna aufgemacht? Wo ist denn das jetzt da? Das interessiert mich eigentlich gerade. Da oben? Schon da, oder? Wo ich hergekommen bin. Ja, genau. Das will ich jetzt wissen. Ob es dort direkt zu den Credits geht. Hui! Aber ich finde es jetzt schade, dass da nicht noch ein Bosskampf auch noch war. Jawohl, da haben wir es bei Binine Studio. Cavern of Dreams. Da haben wir die Credits, Leute. Da haben wir die Credits. Tyler Binine McMaster. Er hat, glaube ich, so cool die alles gemacht vom Spiel, das meiste. Boah, es war super süß, echt. Aber die letzte Passage, sowas, ich weiß nicht, das haben ganz, ganz viele Spiele. Irgendwie so, dass alles gut ist. Und dann ist am Schluss irgendwas, was nur mehr frustet. Weil das hat jetzt, glaube ich, wie lange gedauert? Eine halbe Stunde oder drei Viertel? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber das hat jetzt echt richtig lang gedauert. Dann genießen wir gemeinsam noch die Credits. Und dann... Was tun wir dann? Thank you so much for playing. Dann schauen wir mal, was wir dann anstellen, Liebes. Ja, bitte gern. Ich bereue es nicht, dass ich das Spiel gespielt habe und gekauft habe. Das war Cavern of Dreams, liebe Leute. Danke fürs Einschalten. War echt eine super süße Geschichte. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Schönen Abend noch. Tschüssi. Bye, bye.